Hey ho, Leute, willkommen auf meinem Kanal Zirkel 3, Birds and More. Heute bespreche ich hier einen kleinen Spezialbird. Der hat sich daraus zusammengesetzt, dass ich mich schon vor einer ganzen Weile mal gefragt habe, ob es möglich ist, Nahkampf-Mage zu spielen und gleichzeitig deswegen, weil halt ein Clan-Mitglied von mir, der gute Heimdall, gemeint hat, ist doch doof, ich habe so viele schöne Gegenstände, darunter auch beim Mage einen WOH-Stab, also den für Explosion, und ich kann den eigentlich nirgendwo verwenden. Da komme ich maximal mit, ich weiß nicht, Stufe 34 oder so. Und da habe ich gemeint, ja, das ist schon doof. Und damit wurde die Idee für diesen Bart eigentlich angestoßen. Ich habe mir halt angeschaut, wie es möglich sein könnte, dass man mit einem Mage erstens im Nahkampf spielt und zweitens den WOH-Stab verwendet, weil der ist ja quasi für den Nahkampf prädestiniert. Und mit folgendem bin ich mittlerweile rausgekommen. Läuft bis GF-Stufe Pan 40 ganz gut. Hab damit schon mal einen 42er gemacht. Es geht eigentlich ganz anständig, ist natürlich dann riftabhängig. Und es wird wahrscheinlich auch niemals der stärkste Bart sein. Wer aber einen WOH-Stab hat, die Spielweise mag oder einfach nur gerne mit dem Nahkampf-Mage reinknüppeln will, kann sich das Ganze jetzt mal mehr erläutern lassen. Folgendes. Beispielsweise verwenden wir hier auf der linken Maustaste Stromschlag mit Bogenblitzschlag. Dadurch wird ein kegelförmiger Bereich erschaffen, der Gegner vor euch Schaden zufügt. Und ja, da es ein Erzeuger ist, setzt sich das Ganze schadenstechnisch sehr stark auch mit eurer Angriffsgeschwindigkeit auseinander. Und ja, je schneller ihr angreift, desto mehr Damage. Das lässt sich durch das Teil Rascher so stark pushen, dass es halt wirklich eine ernsthafte Schadensquelle wird. Als nächstes haben wir Teleportation mit Katastrophe. Diese Skill ermöglicht uns halt schnell in Ort des Geschehens reinzukommen, müssen halt nicht laufen. Angekommen richten wir eine Druckwelle an, die gibt einen Arkanschaden zufügt. Das ist einmal unsere Ladung für weniger Arkanschaden kriegen und unseren Arkanmeteor. Andererseits stunnen wir damit Gegner in näherem Umkreis für eine Sekunde, was uns halt den Rahmen gibt, um andere Skills zu zünden. Als nächstes habe ich Explosionen mit Kettenreaktion. Ist einfach die am leichtesten zu kontrollierende Rune. Man könnte das Ganze natürlich auch anders aufbauen, indem man beispielsweise kurze Lunte verwendet oder halt sich auch Blitzstrahlen, Blitz auslegt und so weiter. Ist durchaus möglich. Ist aber, finde ich persönlich, schwerer zu kontrollieren, braucht wesentlich mehr Aktivzeit, als man eigentlich wirklich opfern möchte. Als nächstes habe ich hier Blizzard mit steif gefroren. Der Skill ermöglicht uns halt, die Gegner noch mehr zu kontrollieren, sie einzufrieren, etwas Bodenschaden anzurichten. Nochmal kurz zur Kettenreaktion, es werden halt statt einer Explosion drei Explosionen ausgelöst, die schnell nacheinander erfolgen. Durch den WOH-Stab haben wir 9 Explosionen, die direkt nacheinander kommen. Oder sind es 6? Weiß ich gar nicht. Nein, nein, 6 Explosionen. Und die sorgen natürlich dann dafür, dass wir einen entsprechend hohen DPS-Output haben. Und als nächstes habe ich hier die magische Waffe. Das pusht unseren Schaden um 10%. Ich verwende die Rune Abwehr. Einfach deswegen, weil wir mehrere Procs haben, die sich auf unser maximales Leben beziehen. Der Schild, der durch Abwehr aufgebaut wird, ich mach das gerade kurz, aktivieren und los geht's. Hier 42.000, wird mit in unser maximales Leben eingerechnet. Dementsprechend ist es nicht immer nötig, dass wir für einen Proc beispielsweise unser Leben groß ankratzen. Und ja, das finde ich persönlich unglaublich praktisch. Als nächstes habe ich die Eisrüstung mit Kristallisieren. Die ermöglicht es euch halt erstmal Schild um euch herum zu errichten. Da erleidet ihr 12% weniger Nahkampfschaden. Und durch Kristallisieren wird eure Rüstung um 20% erhöht. Das ist dreimal stapelbar und hält 30 Sekunden. Klingt nicht viel, aber mit einem bestimmten Item lässt sich das Ganze nochmal stark pushen. Die passiven Illusionist
ermöglicht es uns, Teleportation zurückzusetzen, wenn wir Schaden erleiden. Wie gesagt, 15%. Das kommt ungefähr mit dem hin, was ihr durch diesen Schild erzeugen könnt, je nachdem, wie viel Leben ihr natürlich habt, und bringt dementsprechend für uns halt häufiger Procs für die Illusionisten. Das gibt uns mehr Teleportation mit Katastrophe. Damit sind wir beweglicher. Damit haben wir häufiger den Stun zur Verfügung. Und natürlich können wir immer unseren Arkan-Meteor auslösen. Den Elementen ausgesetzt nutzen wir natürlich, weil wir wieder alle vier Schadensarten dabei haben und dementsprechend ordentlich den Debuff stacken können. Als nächstes haben wir Verschwimmen. Das ist wiederum so der Punkt, an dem man sich streiten kann, ob das das Beste ist. Ich persönlich mag es, diese 17% extra Schadensreduktion zu haben. Man könnte hier auch Hervorrufung nehmen, um schneller und mehr Explosionen auszulösen. Glaskanone, um mehr Damage anzurichten, aber dann hat man natürlich auch weniger Widerstände, was im Nahkampf vielleicht nicht so schön ist. Als nächstes astrale Präsenz wäre möglich, um unseren Ressourcenhaushalt besser zu kontrollieren. Finde ich allerdings nicht so schwierig. Kaltherzigkeit wäre eine Möglichkeit, da wir halt Gegner auch einfrieren können. Da könnten wir mehr Schaden rausholen. Feuer, da wir auch Feuerdamage machen. Und erhöhte Crit-Chance gegen diejenigen. Man könnte auch mit standhafter Wille spielen, da wir häufig stillstehen, um erst einmal eine ganze Weile Schaden anzurichten. Oder wir verwenden Verwegen, um Gegnern halt mehr Damage zu drücken, wenn die in unserer Nähe stehen. Ich persönlich gehe halt lieber mit der sehr defensiven Variante, aber das ist eine Sache, da habt ihr persönlich auch Entscheidungsfreiheit. Instabile Anomalie ist für mich absolut gesetzt in jedem Magierwald. Es bringt halt einfach den Vorteil, dass ihr ein extra Leben habt. Und ja, wenn mal Sachen wirklich schief gehen, dann habt ihr hier alle 60 Sekunden die Möglichkeit, quasi einmal zu failen und ja, euch dann schnellstmöglich zu verkühlen. So, jetzt werde ich euch die Items präsentieren, die wichtig sind, um diesen Bard effektiv spielen zu können. Natürlich erstmal der Zauberstab von Wo. Das ermöglicht euch nicht nur 3 Explosionen, sondern halt 6 Explosionen auszulösen oder 9, keine Ahnung. Schwierig zu zählen. Der sekundäre Effekt gibt euch halt 3 weitere Explosionen. Damit könnt ihr, wenn ihr das Ganze natürlich spammt, einen ordentlichen Fluss an DPS generieren und ordentlich Schmackes rausholen. Da wir keine Taske und Theo haben, wie in dem Standardbad, könnt ihr hier die Tarashas Handschuhe verwenden. Das gibt euch einen weiteren Slot frei. Dort verwendet ihr am besten die Leorix Krone mit dem Diamanten drin. Das bringt nämlich halt nötige Cooldown Reduction, die es uns ermöglicht, Explosionen mehr zu spammen und dann dadurch mehr Damage rauszuholen. Ansonsten bleiben die Items wie gehabt, Brust, Gürtel, Hose, die Handschuhe jetzt neu und die Sphäre, Quelle und die Nilfos Boots, damit wir halt die Meteore weiter verstärken, die wir auslösen. So, was hat sich denn jetzt noch verändert? Hier kommt ein relativ neues Legendary zum Vorschein, das, wie gesagt, halt auch seinen Proc über unser maximales Leben holt. Der Sekundär von Arlises Halo, so in die Richtung, wie sie es ausspricht. Dieses schöne Item ist ein Ring, der unsere Eisrüstung insofern bufft, dass wir 50 bis 60% weniger Nahkampfschaden erleiden, beziehungsweise die Nahkampfangriffe werden um diesen Prozentsatz reduziert. Besonders da wir halt immer in den Nahkampf gehen, bringt uns natürlich das eine Menge Zähigkeit. Zusammen mit der erhöhten Rüstung halten wir im Nahkampf echt eine ganze Menge aus. Und zusätzlich wird jedes Mal, wenn wir mindestens 10% unseres maximalen Lebens am Schaden erlitten haben, eine Frostnova ausgelöst. Frostnova friert sämtliche Gegner im begrenzten Umkreis ein, macht sie handlungsunfähig und dementsprechend haben wir wieder mehr Luft, um durchgängig anzugreifen. Da wir oft im Nahkampf sind, werden oft Frostnoven ausgelöst. So, hier kommt auch wiederum die magische Waffe zum Tragen. Durch dieses Schild, was ja circa 10% unseres maximalen Lebens darstellt, können wir jedes Mal, wenn wir da einen Treffer erlitten haben, quasi für lau diese Nova wirken. Das ist ein wunderbares Synergiespiel und ja,
Ich habe hier jetzt da drin einen Schmerzverstärker gesockelt, ein Blowpop wäre auch möglich. Es geht einfach darum, ihr erhöht damit euren Attack Speed unglaublich hoch, wenn ihr mit Stromschlag angreift und mit Kettenexplosion. Der erhöhte Attack Speed kommt halt dem Damage von Stromschlag extrem zugute und bringt ihn damit eigentlich ja, Par und Par mit Explosion, wenn nicht sogar noch ein Stück drüber, aber das kann man jetzt natürlich schwer nachmessen. Dennoch ist es halt ein extremer Damage Boost. Gleichzeitig habt ihr den Dot noch dazu, auch wenn der nicht verstärkt wird. Und bei Goro hält ihr halt mehr Cooldown Reduction für mehr Explosionen. So, dann habe ich, da das hier für das Singleplay gedacht ist und ich den falschen Stein gesockelt habe. Moment, das ändere ich. So, da rein. So, ich habe hier eine Einheit drin. Der Templer trägt auch eine. Ist für Solo Play eigentlich absolut wichtig, da wir mit diesem ja, Item halt unsere Zähigkeit verdoppeln. Im Nahkampf ist das halt wirklich extrem stark. Es geht auch im Gruppenspiel so zu spielen, ohne Einheit. Da wäre dann der Elementarring auf jeden Fall ziemlich stark. Aber dann muss man sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger sein und auch um einiges mehr Zähigkeit stacken, um dann in den höheren Rift immer noch gleichmäßig spielen zu können. Aber im Solo-Play ist das meine absolute Empfehlung, eine Einheit obendrauf. Gibt euch Elite-Schaden und halt durch die Doppeleinheit mit dem Templer die Möglichkeit, 50% weniger Schaden zu erleiden. So, weiter verändert ist noch, es gibt neue Armschienen. Ich habe sie leider Gottes nicht mit Int, zumindest nicht mit Feuer und Int. Das sind die uralten parteiischen Schützer. Seit einigen Patches ist es so, dass die uralten parteiischen Schützer auch bei eingefrorenen Gegnern und nicht nur bei betäubten Gegnern zählen. Das heißt, ihr könnt immer, wenn ihr Gegner mit Katastrophe von Teleportation stunt, weniger Schaden bekommen. Ihr könnt weniger Schaden bekommen, wenn sie durch Blizzard steif gefroren sind oder wenn sie durch die Frostnova, welche durch Alice Hello ausgelöst wurden, betäubt sind, bzw. eingefroren, weniger Schaden erleiden. Dementsprechend geht eure Zähigkeit mit diesem Item unglaublich nach oben. Und ja, das sind jetzt die Kernitems. Eine Sache, die vielleicht ein paar Leute wundert, ich habe auch hier den Stein ersetzt gegen eine Stärke der Schlichtheit. Das pusht halt den Damage von Stromschlag nochmal. Im Normalfall werdet ihr es halt so machen, ihr teleportiert euch rein, zündet euren Blizzard, damit die Gegner eingefroren sind, gebt ihm die ganze Zeit euren elektrischen Schlag und ihr könnt nebenbei eure Explosionen auslösen, um halt euren Damage aus halt an den Mann zu bringen. Und ja, so wird es die Combo aussehen. Der Stein bringt halt den Vorteil, ihr erhaltet mehr Damage für mehr Fähigkeiten, also auch im Stromschlag. Das ist schon mal insofern ziemlich geil, weil halt der halt wirklich eine unglaubliche Schadensquelle werden kann. Und ihr werdet um 2% eures maximalen Lebens auch noch geheilt pro Treffer. Pro Treffer heißt dann halt auch skaliert mit eurem Attack Speed. Damit könnt ihr halt ganz gut am Leben bleiben und habt gleichzeitig halt nochmal ein bisschen mehr Damage. Wem das nicht zusagt, der kann dann auch weiterhin mit dem Magenstein des Gnus spielen, Lebensregeneration und natürlich ein extra Schild. Der Schild ist natürlich wiederum nicht verkehrt, um den Illusionisten und den Alice Hello zu proppen. Aber ich persönlich mache die besten Erfahrungen halt mit Stärke der Schlichtheit. So, das sind die Items, das ist der Bild. Ich gehe noch kurz über den Paragon. Da ist es ganz wichtig, dass ihr Angriffsgeschwindigkeit und Abklingzeit auf jeden Fall favorisiert. Attack Speed halt für Stromschlag, Abklingzeit für unsere Explosion. Dritte Trefferchance, ihr könnt sehr, sehr, sehr easy mit einem Magier an die 60% bekommen. Die 5% werden euch nicht so stark stören. Gleichzeitig ist kritische Trefferschaden aber sehr wichtig, da wir halt ordentlich Schmackes bei uns im Crits haben wollen. So, das nun mal berichtet. Gehe ich noch weiter über die Paragons, ganz vergessen natürlich. Attack Speed bleibt
Text, Bewegungsgeschwindigkeit 25 erreichen, der Rest im Int, defensiv, erste Widerstände, dann die Rüstung, dann das Leben, Lebensregeneration, im Abenteuerbereich, erst die Kostenreduktion, dann das Länderflächenschaden, dann das Leben pro Treffer und den Goldfundus als letztes. So, das war jetzt der Bard. Ich werde dann morgen die Rift-Aufnahmen für die beiden Magier Bards machen und ich wünsche euch bis dahin einen traumhaften Tag und ich hoffe, ihr hattet vielleicht auch Spaß, euch das Ganze jetzt anzusehen und seid neugierig geworden, wie es denn laufen wird. See ya!